Ja, Hallöchen, zurück. So. Was haben wir alles zum Erledigen? Wir nehmen da mal mit. Ach ja, ich habe wieder ein bisschen gefarmt. Die sind so nebenbei gegangen. Da, bup, bup, bup. Jawollo. Achso, hier weiter. So, 10.000 haben wir jetzt. Geld habe ich auch ein bisschen gefarmt. So, wir werden uns wieder einen Charakter mitnehmen. Sammlung, Charakter 10, 3, 1, 8, 10. Ich habe nebenbei ein bisschen gelevelt, auch wieder 10. Okay, dann wird's mit 8. Wer war denn jetzt auf 8? Oh, dann war es 7, der Maui. Okay, dann schauen wir, ist der Maui noch auf? Der Maui ist hier. Ah ja, da haben wir ja eine Quest. Der kommt jetzt hier runter, oder? Oh, da oben schwirrt er herum. So, haben wir noch was dabei zum Essen? Da hätte ich auch vorher noch was vorbereiten können, aber naja, so tragisch ist es nicht. So, wo ist er denn jetzt? Da drüben steht er. So, hi Maui. Oh, hey! Das Dorf nimmt Gestalt an, dank all der coolen Sachen, die ich beigetragen habe, wie Kokosnüsse. Was tun wir als nächstes? Ich schätze, nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Oben, der Himmel? Ha! Das ist es. Ich erinnere mich, dass Goofy immer diese fliegenden Dinge hatte, dass er Drachen nannte. Glaub mir, das war ein großer Hit. Okay, geh und such, was wir zum Drachenbauen brauchen, damit jeder bei der Brise Spaß haben kann. Aha. Die Brise, die ich eingefangen habe, voll gerne. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie aus Holz und Fasern gebaut werden. Oh, und besorge etwas Tinte, um sie zu bemalen. Ich denke da an mein Profil. Wer würde das nicht lieben? Ach, danke. Okay, ich bin raus. Ja, ich würde aber gerne, lass uns abhängen. Er ist auf Dings aus, aber wir haben hier. Was möchte er? Das haben wir. Obstsalat haben wir nicht. Obstsalat könnten wir aber schnell machen und Vanille. Vanille können wir drüben sammeln. Okay, dann machen wir das. So. Ja, komm, geh mit mir. Können wir Obstsalat machen? Dann machen wir ein paar. Die brauchen wir eh auch selber. Und Vanille kriegen wir dann auf das sonnigen Ebene. Und da müssen wir eh rauf, weil wir müssen nach der Kugel der Pflege schauen. So, was haben wir hier? Achso, hier habe ich. Ups. So, warte, warte, warte. Das kann jetzt kurz. Bup, 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 bup. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo? Dass ich das nicht favorisieren kann. So, tut mir leid, aber ich habe vergessen, das vorher zu machen. Ich muss ein paar machen, damit wir auch was zu essen haben. So. Weil da haben wir eh auf jeden Fall genug. Und ich kann das leider nicht. Es nervt mich so viel, dass ich nicht mehr machen kann. Ja. Okay, das reicht fürs erste Mal. So, dann haben wir schon wieder was zum Einsammeln. Upp. So, Maui, dann kriegst du mal deinen Obstsalat. Ich habe etwas für dich. Deinen Obstsalat, bitteschön. Hey! Ja. Ich habe etwas für dich. Die kriegst du jetzt auch noch alle. Wie cool. So, bitte.
Ja. Aha. Bam, Level 8. Sehr schön. Oh, wie schön. Okay. So, ich habe etwas für dich. Bitteschön. Aha. So, ich habe etwas für dich. Bitteschön. Weil vielleicht machen wir gleich noch mit 10.000 Dreamlights. Könnte man ja eventuell das nächste Gebiet aufmachen, oder? So, ich habe etwas für dich. Upp. So, bitteschön, die kriegst du auch noch. So, ja. Schon cool. Also, die Düne, was macht. So weiß ich nicht, wie ich ihn finden soll. So, das war's. Das war's. Dann kriegst du nachher noch oben deine Vanille. Dann folge mir mal, Maui. Da müssen wir rüber. Jawohl. Wir nehmen alles ein bisschen mit. Weil er kriegt trotz all dem. Was ist hier? Ach so, das kann ich nur aufheben. Jetzt dachte ich, da wäre schon... Wäre auch so ein Dings. So, warte. Ernten. Ernten. Ach nö. So, Maui, geh aus dem Weg, bitte. So. Das schaffe ich eh wieder nicht. Nee, irgendwo ist noch was gewesen. Ach, verdammt. Ah. Oh, da müssen wir gießen. Also selbst da, er kriegt zwar nicht viel, aber er kriegt ein bisschen was. Nee, das war falsch. E sollst du drücken und nicht F. So. Bup. Bup. Ich habe da letztens auch angefangen, ein bisschen... Siehst du, das Lager. Ich hau hier jetzt die ganzen Sachen rein. Aber hauptsächlich halt... Ja, die Sachen, die hier sind. So, sonst haben wir hier eh nichts zu gießen, oder? Nö. Okay, dann auf zur sonnigen Ebene. Er möchte sein Vanille. Wir müssen nach der Kugel der Pflege schauen. So. Hopp. Hopp. Hopp, da haben wir schon Vanille. Komm her. Okay. So, ich habe etwas für dich. Und zwar deine Vanille. Bam, es geht hoch. Haha! Jawohl, und wir sind auch Level up. Wunderbar. Level 30. Yay! Und unsere Ausdauer wird immer mehr. So, warte, wir essen aber jetzt trotzdem. So, dann sind wir fast voll, nämlich. Oh no. Was kriegen wir? Nochmal Geld. Wunderbar. So. Oh, ich sehe nichts. Hier, mitnehmen. Und wir haben eine Erinnerung. Ein Puzzleteil von... Was ist das? Ratatouille. So, achso, das ist normales Sammeln. Das waren keine Dreamlight-Pflichten. So, wie sieht's denn aus? Hopp. Nehmen wir auch mit. So, wo ist denn eigentlich das Teil? Ah, da bin ich dran vorbeigelaufen. Warte, die öffnen wir auch. Yay, haben wir wieder 50 Dingspunkte bekommen. So. Hopp. Ich mache die jetzt immer auf, weil ich nie weiß, ob das Dreamlight-Pflichten sind oder nicht. So. Dann schauen wir mal hier hinten. Der Fluch ist weg. Oh,
cool. Und jetzt müssen wir mit Scar sprechen. Okay, okay, okay. Alles nach der Reihe, alles nach der Reihe. Wir nehmen hier mit, wir nehmen hier mit. Wir ernten und heben auf. Aufheben, aufheben. Ach, wie cool. Dann können wir hier mal fischen. Hier haben wir nämlich noch nie gefischt, weil eben der Fluch drauf gesessen ist. Und jetzt geht's endlich. So, Maui, du stehst halt ein bisschen im Weg, ne? So. Hup, den haben wir auch weg. So, wir nehmen alles mit. Weil im Endeffekt können wir die Blumen dann auch schön verschenken. Wieso liegt... Nee, 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 nee. Wirst du wohl hier... Und hier. Lauter Dunkel, lauter Nachtscherben. So. Okay, und wir müssen auch dann gleich noch mit Scar sprechen. Da sind sowieso noch keine Fische drin. So. Mal schauen, wo ist denn das Scar überhaupt? Ah, eh hier hinten. So, kommt auch noch weg. Oh, wie gut. Du bist es. Ah, wie ich sehe, hast du wieder Leben in mein Königreich gebracht. Mm. Und keinen Moment zu früh. Ich bin völlig ausgehungert. Aha. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht geglaubt, dass du es schaffen würdest. Auch nicht mit meiner Hilfe. Ich hab... Überschätz mich nicht, Scar. Aha. Ist das eine Drohung? Vielleicht inspiriere ich dich ja, Ori. Vielleicht wird aus dir noch eine kompetente Herrscherin. Ich schätze, in diesem Tal ist genug Platz für uns beide, Ori, solange du eines nicht vergisst. Die sonnige Ebene ist mein Königreich und sie gehört niemandem sonst. Vergiss das niemals. Sehr schön. Was nehmen wir denn bei ihm wieder? Bergbau. Nehmen wir bei ihm Bergbau. So, dann können wir im Endeffekt gleich die nächste Quest annehmen. Du meine Güte, wenn das nicht unsere erlauchte Herrscherin ist, die sich unter das gewöhnliche Volk mischt. Was führt dich in meine bescheidenen Bleibe? Ich bin hier, um zu helfen. Brauchst du etwas? Wie großmütig von dir, Ori. Aber vielleicht solltest du zuerst dir selbst helfen. Für jemanden, der die Herrscherin dieses Tals sein soll, siehst du ziemlich schäbig aus. Sind die Tribute nicht mehr das, was sie einmal waren? Mit mir ist alles in Ordnung. Dir fehlt es an Würde. Dein Fell ist stumpf und zerlumpt. Kaum ein Warzenschwein würdig. Wenn du über dieses Gebiet herrschst und mit mir, dem König der sonnigen Ebene, zusammenarbeiten willst, wirst du dich darum kümmern müssen. Ich muss also mein Outfit ändern, um ein wenig herrschaftlicher auszusehen. Was soll ich machen? Nee. Ja, es spricht eigentlich alles nicht dagegen. Es wäre cool, wenn hier stehen würde, ich mache gar nichts. Was soll ich machen? Ich kann nur vermuten, dass es hier jemanden gibt, der für die Herstellung von Kleidung verantwortlich ist, die du auf deiner seltsamen, felllosen Haut trägst. Lass dir einen für einen Anführer angemessenen Mantel anfertigen, der für ein Treffen mit mir würdig ist. Ich werde Mutter Gottel fragen. Ich würde lieber mit ihr ein Geschäft machen. Ich glaube nicht, dass Merlin nähen kann. Nimm mal das. Ich habe keine Ahnung, worauf du hinaus willst, aber ich bin sicher, dass der polternde Narr dazu nicht in der Lage ist. Ta-ta. Okay. Oh, hier können wir ja auch kochen.
Machen wir uns noch ein paar, oder? Obstsalat ist. Pop. Es ist so heiß. Ich dreh am Rad. Es ist so heiß. So. Aber warte, ich muss meinen Ventilator ausschalten. Warte kurz. Auch wenn es heiß ist, aber er bläst mir genau in den Rücken. Oder auf den Rücken und das ist nicht gut. Warte kurz. So, da sind wir wieder. Upp. So, bup. So, ich glaube, das reicht für den Anfang wieder. So. Hi, Wally. Ich habe was für dich. Haben wir irgendwas für dich dabei? Kakaobohnen? Kakaobohne, bitteschön. Yay, Level 4. Er ist so zuckersüß. Oh mein Gott. Wie er sich immer freut. So, ab. Warte. Bup, einsammeln, einsammeln und dann reden wir gleich mit ihm. Willst du mir etwas zeigen? Los geht's! Hi Ratatouille! Der Vorfall mit dem komprimierten Müll. Wieso geht das nicht weg? Sind das Würfel aus komprimiertem Müll? Du weißt, dass du das nicht mehr tun musst. Ich schätze, dass du auf kein... Nun, wenn du das unbedingt tun willst, dann kann ich dir zumindest helfen. Ich kann die Würfel entfernen. Wo sind denn hier Würfel? Ach so, liegen eh vor meiner Nase. So, bup. Hier Crema. So. Ach. Hier liegt auch noch einer. Hier liegen ein paar. So. Macht der immer mehr oder was ist da los? So, hier ist noch einer. Da ist noch einer. Und da ist noch einer. Oh, was haben wir hier? Ein altes Radio, oder was? Warte, ich muss hier noch ernten. So, mein Inventar ist voll. Aber, warte, warte. Wo ist... Wo haben wir... Hier hinten haben wir einen Laden hingestellt. Könnten wir irgendwas verkaufen? Auf die Schnelle. Warte mal, ich schau mal. Nein. Ich will das alles gar nicht verkaufen. So, dann gehen wir schnell nach Hause. Ja. Yeah. Das wollte ich nicht, aber ich kann dir ja die Blumen geben. Dann hätte ich gar nicht nach Hause gemusst. Aber egal. So. Aha. Ich weiß genau, was du denkst. Warum hat er so tolle Haare? Das ist einfach mein Ding. Genau, das habe ich gerade gedacht. Ja, genau. Und um deine offensichtlich nächste Frage zu beantworten. Aha. Ja, ich wachse tatsächlich so gut aussehend auf. Bestimmt könnte der begrenzte Verstand der Menschen nicht ertragen, wenn ich noch besser aussehe. Dein Haar ist halt ein bisschen verwuschelt. Hm. Was? Wie ist das passiert? So viel Salzspray. Ich muss, gehen. Tschüss. Zack, Level 9. So.
Ich habe was für dich. Und zwar kriegst du die Blumen weiterhin. Vielleicht kriegen wir es hin auf 10 noch. So. Nee, 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 nee. Ich will nicht später. Okay, bis bald. Lass uns... Ah, was mache ich? Maui? Wo ist Maui jetzt? Maui! Achso, warte, dann können wir hier ja auch noch holen. Achso, ich habe ja keinen Platz mehr. Wo ist er denn jetzt? Maui, warte doch! Hallo! Hallo! Lass uns abhängen. So, du bleibst jetzt an meiner Seite. So, ich habe was für dich. Und zwar... pup. Pup. Ja, geht ein bisschen zäh dahin, aber... Aber man sieht es wenigstens. So, alle Blumen, was wir sammeln, können wir ihm auf jeden Fall geben. So. Bup. Aber das ist langweilig für euch. Deshalb machen wir mit den Quests weiter. So. Wo ist Wally? Wally ist hier unten. So, das mache ich mal, wenn ich... Ich kann in die Zukunft sehen. Ja. Also weiß ich, dass du mit mir reden solltest. Ja. Das mache ich dann, wenn ich mal wieder alleine... was mach? So, geben. Ich habe ein paar merkwürdige Dinge im Müll gefunden. Sieh dir diese Maschine an. Oh, hier ist etwas geschrieben. Da steht... 326155, mich nicht. Ach so, vermiss mich nicht, soll das heißen. Das soll ein V darstellen. Vermiss mich nicht. Und an der Seite ist eine blaue Blume. Hm, möchtest du es für deine Sammlung haben? Oh. Sehr schön, ist abgeschlossen. So. Die restlichen Blumen. Achso, jetzt hätte ich gleich eine Sonnenblume und mitnehmen können. Naja, egal. So, wir verkaufen die restlichen Blumen einfach. So. Goofy. Schön, dich zu sehen. Ich möchte bitte verkaufen. Und zwar die 5 Stück. Die hier, das hier. Das. Blume. Verkaufen. So. Okay. So, dann holen wir uns die nächste Quest nach vorne. Warte. Sprich mit Gothel. Okay, ist die noch auf? Und wo ist die? Die ist zu Hause. Okay, dann los geht's. Hopp. Hallo. Hallo. Ari, und was verschafft mir heute das Vergnügen deiner Gesellschaft? Also dieser Löwe, der auf der sonnigen Ebene lebt. Lass mich raten, du willst ihn loswerden, bevor er jemanden jagt und frisst. Ich habe genau das Richtige. Warum willst du jeden loswerden? Hey, hallo, nein, wir leben alle friedlich in einem Dorf. Nein, ich versuche es gar davon zu überzeugen, mit mir zu reden. Aber er wird es nicht tun, solange mein Mantel für eine Herrscherin nicht angemessen ist. Ich hatte gehofft, du könntest mir dabei helfen.
Möglicherweise. Aber warum erlaubst du dieser Bestie im Dorf zu bleiben? Meine Liebe, die schnellste Lösung wäre, dieses dumme Kätzchen in einen Mandel zu verwandeln. Das kann nicht nützlich für mich sein. Tut mir leid, habe ich gerade... Oh mein Gott. Das ist abscheulich. Abscheulich, vielleicht. Praktisch, auf jeden Fall. Aber wenn du darauf bestehst, es auf deine Art zu machen und ich dir einen Mantel machen soll, dann bring mir die Materialien, Ori. Ich brauche Faser, Stoffstücke, ein paar Zitrine und einen Eisenbahn. Zitrin für einen Mantel? Warum willst du, dass ich nach Edelsteinen suche? Damit du lernst, keine dummen Fragen zu stellen. Oh, ich mach nur Spaß. Du solltest wirklich öfter lächeln, Ori. Du siehst immer so bedrückt aus. Geh jetzt und komm erst zurück, wenn du alles hast, worum ich dich gebeten habe. Gut. Jetzt weißt du, dass du immer auf mich... Ja, auf dich zählen kann. Ja, ja. Okay, Zitrin. Sag bloß, das ist jetzt genau der... Edelstein, den wir vorher hergegeben haben. Nee, Zitrin ist orange. Sonnige Ebene, Lichtung des Vertrauens. Okay, wir sind... auf der Lichtung des Vertrauens. So, dann schauen wir mal. Wir nehmen alles mit. Da liegt noch ein Fisch von letztens. Aufheben. Sehr schön, dann weiß ich Bescheid, dass die gar nicht verloren gehen, wenn ich die mal nicht aufheben kann. Nur wo ich mich nicht drüber traue, das sind... wie heißt es denn jetzt? Die Erinnerungen. Da traue ich mich nicht. Ich weiß nicht warum, bei denen traue ich mich nicht. Dass ich die liegen lasse. So, wir heben natürlich alles ein bisschen auf. Muss ja wieder ein bisschen Ordnung rein hier. So, Donald, was möchtest denn du? Ori, oh, lass mich raten. Mein Onkel Dagobert hat dich geschickt. Er ist wütend, weil er denkt, ich hätte in seinen Laden Ärger gemacht. Dann wollte Mirabelle mit uns wandern gehen und plötzlich ging alles schief. Was ist passiert? Onkel Dagobert fing wieder an, mich anzuschreien, also schrie ich zurück. Das ganze Geschrei überraschte dann ein riesiges, haariges Monster, das direkt auf uns zusprang. Aber ich war sehr mutig, habe Onkel Dagobert aus dem Weg gestoßen und dann gegen die Kreatur gekämpft. Gerade als ich dachte, ich hätte sie, warf sie mich in den Fluss und rannte mit Onkel Dagoberts Kassenschlüssel davon. Das klingt, als wärst du sehr mutig gewesen, Donald. Und ob ich das war, aber Onkel Dagobert sieht das anders. Er ist fuchsteufelswild. Nur wenn er seinen Kassenschlüssel zurückbekommt, wird er wieder glücklich. Okay, das heißt, wir müssen den Kassenschlüssel finden. Okay, wir helfen natürlich auch dir. Die können wir jetzt auch entfernen. Sand, Sand, Sand. Sand, Sand, Sand. So, aufheben. Dann haben wir hier noch so einen Stein. So. Und steht hier keiner mehr? Doch, hier steht noch einer. Bup. Und wir haben wieder eine tägliche Pflicht vollendet. Achso, mein Inventar ist schon wieder voll. So.